Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Alien Isolation Folge 7. Und es geht weiter. Ja, zuletzt waren wir hier, wo wir unsere schöne Pistole gefunden haben und eine Schlüsselkarte. Dieser. Und hier vorne haben wir ein Terminal mit geringer Energie. Okay. Dann sag ich mal, geht's weiter, ne? Schauen wir mal. Hi. Oh oh. Tür ist zu, ich bin sicher. Schauen wir mal, was wir hier alles so Schönes haben. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Tralla, tralli, tralalala. Oh. Der sieht tot aus. Gerät unzureichend. H, H und nochmal H. Natürlich nehmen wir alles. Blendgranate. Hallo Alien, bist du irgendwo hier? Uhu, was ist das denn hier? Rauchgranate. Hier finde ich ja aber alles, wa? Eine Ausweiskarte. Na gut, nehmen wir die doch auch mit. Da, 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 da. Das will ich haben. Auf. Bindemittel. Inventar voll. Gucken wir mal Inventar. Was haben wir denn hier? Ah, wir können wieder was bauen. Ich baue. Ich baue. Noch was? Nein, nicht wirklich. Aber man kann es reinpacken. Ha. eine Rauchgranate kann man auch machen. Gut. Errungenschaft. Der geborene Ingenieur. Ich wusste, dass ich ein Ingenieur bin. Noch was. Noch was? Nö, okay. Aber jetzt kann ich alles mitnehmen, was ich hier habe. Und der hat hier ja auch noch was. Dum, 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 dum. Ethanol. Ethanol ist gut. Guck. Ja, ich bin ja gleich da. Ja, da gehe ich gleich rein. Ich guck erstmal, was wir hier alles haben. Weil hier ist noch was. Gut. Okay. Weiter im Text. Oh Gott. Der Flugschreiber. Mhm. Was? 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 Okay. So ein Shit aber auch. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Kann ich hier wieder raus? Und nu? Düt, 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 düt.
Angst, Panik, Schiss. Wieso kann ich dich denn hier? Hallo. Nach. Ah. Ups. Und jetzt? Mhm. Was ist das hier? Datenzelle. Ha! Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Und jetzt komme ich hier raus. Was? Mal schauen, ob das geht. Gucken wir mal. Tada! Mhm. Ach, dann komme ich jetzt da rein. Trotzdem habe ich irgendwie Schiss. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen hier? Hacken Sie den Aufzug? Ja, immer noch. Okay. Das da... Das da und das da. Tüdelüdüp. Open the door, please. Ah, Schrott. Ahahaha. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Ausweiskarte. Abspielen. Nachricht an Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Nö. Na, dann gehen wir doch mal zurück. Facility Control. Speichern, ja. Speichern ist gut. Ja. Hier zu. Komm ich doch hier rum, wa? Luftschächte. Ach, guck mal, hier ist was. Tür verschlossen. Haha. Neue Aufgabe? Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Nö. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Das da und dieses komische Ding.
Eine Konsole. Terminal. Servostolink. Archive. An W. Chief Porter. Antwort. Sevastopol. Terminals. Chief. Die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Entschuldigung. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben, und er scheint sich auszukennen. Ich wollte Sie nur schon einmal warnen. Franco. Ein Vorposten des Fortschritts. Sevastopol. Ein Vorposten des Fortschritts? Von Julia Jones. Trostlose Isolation. Ja, isoliert fühle ich mich auch. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl, Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Genauso wie die Hosen. Bestellungen für Seeksons kostensparend hergestellten Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Klingt gut. Wie konnte es so weit kommen und viel wichtiger noch, wohin sind die Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltraums bezahlen müssen. Okay. Klingt beunruhigend. Ich weiß, hier ist eine Küste. Da ist sie. Jupp, nehmen wir. Der Aufzug. Nicht der Aufzug? Nicht der Aufzug. Wo muss ich hin? Hacken Sie den Aufzug zu Seeksons Communication. Ja. Und das soll ich in der Tech-Werkstatt machen? Also da. Oder wie? Rums, die Bums. Auf die Tür. So. Schau an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie stelle ich den jetzt ab? Hier? Wo? Was? Da? Hier? Hier ist noch nix. Möb, Mülleimer. Rums. Abriegelung deaktivieren. Oh, 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 oh. Ich kann nichts machen. Oh Mann. Oh. Weg? Oh. Siehst du aber hübsch aus. Sabber. Bäh. Ho, 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 ho.
perfekter Organismus. Wo bist du, Schatzi? Ich will doch nur speichern. Ich will nur speichern, aber offen ist. Nein, 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 nein. Ich bin auch nicht hungrig. Ich will nur speichern. Spiel speichern. Ja, ja. Kinders, 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 Kinders. So, und jetzt schleichen wir wieder rauf, wa? Psst. Karte, ne? Ja. Nein, nein, das ist nicht hier. Nein, 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 nein. Wer auch immer mich beobachtet hier, könnte mir vielleicht mal helfen. Ich werde nicht verfolgt. Das ist gut. Ach, jetzt muss ich das hier auch noch machen, ne? Das da und was ist das denn? Das war das Falsche. Das da, das da und diese Seite. Gut. Hä? Das Viech. Boah, da ist es. Da muss ich hin. Schaffe ich? Schön leise. Psst. Wow. Oi, 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 Kinders. Oh, Errungenschaft. Die Jagd beginnt. Oh, oh, oh. Kinders, mein Puls. Ich habe einen Ruhepuls von 140 gerade. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Und das fängt doch erst gerade an. Machen wir doch. Ist hier irgendwo die Rezeption? Die sind aber da durch, ne? Möchte ich auch. Hallo? Hallo. Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, du bist doch einer von diesen komischen Robotertypen. Ich habe aber keine Lust, jetzt hier eine Stunde zu warten, bis mal einer um mich kümmert hier. Was ist das hier? Ah. Das Leben
Atom daherstellen. Dass Plattenkommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Atom-KI bedient, die alle ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtigen Nachrichten nicht im Äther verloren gehen. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Okay. Okay. Ich habe die Tür aufgemacht. Ja. Ich glaube, das wird wieder mal eine etwas längere Folge, weil ich sehe hier auch gerade nirgends einen Speicherpunkt. Ja, ich weiß. Schrottvoll. Wer mir jetzt zu nahe kommt, wird umgenietet. Boah, mach mal einer hier den Nebel aus. Ich sehe nichts. Schlüsselkarte benötigt. Ionenschneider benötigt. Da steht wieder so ein komischer Roboter rum. Was haben wir hier alles? Geht's denn hier lang? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss hier. Trotzdem laufe ich hier rum. Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Ja, Speicherpunkt, wo bist du? Das Leben wandelt und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seeksen wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer. Hier brauche ich wieder was. Ja, Ionenschneider. Ionenschneider, wo bist du? Nur die Fortschrittssachen. Guten Tag, Herr Hiwi. Da darf ich nicht rein. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Genau. Apollo. Davon würde ich abraten. Davon will ich abraten. Ich brauche auch überall eine Schlüsselkarte für. Dafür nirgends rein. Was liegt hier? Eine Schlüsselkarte? Nein. Boah. Muss ich jetzt wirklich hier hin? Hm. Lass mich raten. Tür verschlossen. Ich werde nicht mehr. Nein. Tür. Ah. Ionenschneider benötigt. Tür verschlossen. Hier ist nichts, was wichtig ist. Finde ich hier was zum Mitnehmen. Hm? Ladungspack. Eine Art Tracker. Ja. Er wurde modifiziert. Gut. RB halten, um Bewegungsmelder zu nutzen. Haben Sie sich verlaufen? Ah, nö. Ich habe mich nicht verlaufen. Kein Problem. Tschüss. Na. Ein Speicherpunkt wäre jetzt nicht gerade verkehrt. Hux, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist, Chief. Gut. Fehlerhaftes Dateisystem, unser Manifest, zuerst erscheint im Auge auf Siegsen. Nee, lese ich jetzt nicht durch. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Siegsen Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten.
Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire... Speicherpunkt. Das ist gut. Speichern ist immer gut. Und damit wisst ihr jetzt auch, was jetzt gleich passiert. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen hoch und Abo. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao und bye bye.